Margit Franz hat ein seltsames Gefühl in der Brust. Sie geht zum Arzt und wird sofort weiter ins Krankenhaus überwiesen. Eine lange Odyssee durch Arztpraxen und Kliniken beginnt. Ich bin zum Arzt gegangen, denn ich hatte schon beim Stillen ein komisches Gefühl in der Brust. Und das habe ich abklären lassen. Dann hat es geheißen, das geht nach dem Abstillen weg. Und es ging nicht weg. Und dann habe ich im Mai 2020, das wollte ich das kontrollieren lassen. Und da hat der Arzt zu mir gesagt, er geht davon aus, dass es ein bösartiger Tumor ist. Er war total überrascht, wie riesig der inzwischen war. Und hat mich sofort ins nächste Krankenhaus überwiesen. Dort wurde ich vom Chefarzt untersucht und er hat mir gesagt, er kann mir nicht viel Hoffnung machen. Mein jüngster Sohn hat mir 2 Tage vorher die offene Bibel gebracht und ich habe genau auf den Satz geschaut, Heilung durch Glaube. Und da wusste ich noch nicht, dass ich einen Tumor in der Brust habe und ich dachte, jetzt halte ich mich an diesen Vers und glaube bis am Ende an Heilung. Ich habe sofort gespürt, dass Gott hier mittendrin ist und dass das, was eine größere Sache wird. Und ich wusste, das Einzige, was ich jetzt brauche, ist Gebetsunterstützung. Nicht erst nach der 5. Chemo, sondern sofort. Ja, das war sehr berührend, wie viele Menschen hier vorbeikamen und für uns gebetet haben. Jeden Abend kam eine Betergruppe, immer unterschiedliche Leute, manche mehrmals, manche regelmäßig, manche nur einmalig. Und das hielt 12 Wochen lang an. Wir haben auch erfahren, dass viele christliche Werke für uns gebetet haben, zum Beispiel das Missionswerk Karlsruhe. Wir haben gespürt, dass wir im Gebet durchgetragen wurden. In einer Klinik wird eine Biopsie, eine Gewebeentnahme gemacht. Wieder erwartend für alle Ärzte, die beteiligt waren, kam ein gutartiges Ergebnis heraus. Die Ärzte zweifeln die Biopsieergebnisse an und gehen weiter von einem bösartigen Krebs aus. Die Ärzte haben mich dann weiter überwiesen in die nächste Klinik, in eine Spezialklinik. Da wurden weitere 14 Proben entnommen und wieder kam raus gutartig. Die Ärzte machen immer verschiedene Diagnostiken, optisch und durch Gewebe, durch Tasten und so weiter. Und alles hat dafür gesprochen, dass es bösartig ist. Nur die Gewebeentnahmen haben ein gutartiges Ergebnis abgezeichnet, das die Ärzte deshalb nicht nachvollziehen konnten. Weil diese Übereinstimmung fehlt, wird Margit nicht operiert. Für die Ärzte in allen Häusern war einstimmig klar, das ist ein bösartiger Tumor und ich muss da operiert werden und die Brust muss entfernt werden. Für mich war klar, dass ich eine OP erst dann durchführen lasse, wenn ich von Gott den Impuls habe, dass eine OP dran ist und dass ich so lange im Glauben daran festhalte, dass Gott es ohne Chemo, Bestrahlung und Operation wieder komplett wiederherstellen kann. Das Ärzteteam hat mir auch noch nach der 3. gutartigen Biopsie signalisiert, dass ich um eine Operation auf keinen Fall drumherum kommen werde. Sie haben mir empfohlen, ich soll einen OP-Termin ausmachen und zur OP-Vorbesprechung in die Klinik kommen. Am Morgen vor der geplanten OP-Vorbesprechung macht sie eine überraschende Entdeckung. Als ich zur OP-Vorbesprechung in die Klinik gehen sollte, stand ich unter der Dusche und es war ja alles eingepackt, da ich so Schmerzen hatte und verbunden und merke, irgendwas läuft aus meiner Brust. Das war wie Honig. Wir sind dann in die Klinik gefahren und in der Klinik haben sie gesagt, Frau Franz, Ihnen hat sich der Tumor aufgelöst, der bisher immer hart war wie ein Stein und der läuft da sichtbar für uns alle raus. Bei den Biopsien hatte ich extreme Schmerzen und dann auch, als der Tumor sich aufgelöst hat und als der Biopsienaht rauslief und als die Ärzte das dann täglich gespült haben, habe ich in der Klinik geschrien. Es waren unerträgliche Schmerzen. Zurück blieb in der Brust ein 5 bis 8 cm großes Loch, das in einer OP mit neuem Gewebe gefüllt werden sollte. Ich hatte den Glauben, dass Gott da neues Gewebe einpflanzt. Ich habe immer den Ärzten gesagt, ich bete wie im Himmel, so auf Erden. Und ich habe das Vertrauen, dass Gott vom Himmel her neues Gewebe in meine Brust bringt, damit sie wieder vollständig hergestellt ist. Eine weitere Untersuchung stellt fest, viele Kleinteile sind in der Brust, die die Ärzte wieder als bösartig diagnostizieren. Haben sie wieder Gewebe entnommen und es kam wieder raus, dass auch diese gutartig sind. Und eines Morgens, als wir wieder in die Klinik gefahren sind, hatte ich unterwegs den Impuls, den Ärzten ein Abschiedsgeschenk zu kaufen. Als wir dann in der Klinik ankamen und das Geschenk war in meiner Tasche und die Ärztin mich untersucht hat, hat sie zu mir gesagt, ihre Brust ist komplett wiederhergestellt. Daraufhin habe ich ihr das Abschiedsgeschenk aus meiner Tasche geholt und sie war zu Tränen gerührt und ich natürlich auch.
Ihre Meinung war nur, 12 Wochen sagen Sie mir jetzt was anderes wie ich Ihnen. Und abschließend muss ich sagen, Sie hatten recht, Ihr Gott kann. Kurze Zeit nach der Heilung des Tumors in ihrer Brust hat Margit Franz noch einen gutartigen Tumor in der Gebärmutter. Jedoch muss sie dieses Mal operiert werden. Sogar Komplikationen treten auf. Der Weg, wie wir geheilt werden, den, denke ich, dürfen wir einfach Gott überlassen. Und das konnte ich auch. Ich habe mir gewünscht und habe auch geglaubt, dass es ohne Operation geht. Als ich die Augen aufgemacht habe, hieß es dann, es muss nochmal operiert werden. Ich wurde auch dieses Mal geheilt, nur auf einem anderen Weg. Mit Operationen, mit Komplikationen und einer weiteren Operation, aber trotzdem geheilt. Hat sie dieses Mal weniger geglaubt? Ich würde sagen, ich habe nicht weniger geglaubt. Ich habe wieder gedacht, mein Gott kann, ihm ist alles möglich. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass wir ihm voll vertrauen können, aber auch loslassen müssen, unsere Vorstellungen und uns in seine Wege einklinken dürfen. Nach all den gesundheitlichen Problemen und ihrer Genesung, Ihr Fazit? Ich bin unendlich dankbar, dass Gott mich geheilt hat an der Brust und an der Gebärmutter. Und ich freue mich einfach, dass er mir den Glauben geschenkt hat, daran festzuhalten, dass er den Weg für mich hat, aus diesen ganzen Krankheitsgeschichten heraus.